Sodele, Servus Peoples und erstmal Servus an alle wie immer. Teich-Update Nummer 27 müsste das mittlerweile sein. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, wie schon so oft. Hier mal aus einer etwas anderen Perspektive der Teich. Was ihr direkt erkennen könnt, wie schon im vorigen Video angesprochen, die extra hinzugefügten Belüfter, um einfach die Wasseroberfläche so dementsprechend zu bewegen, dass alles in Richtung Skimmer kommt, weil jetzt der Herbst kommt und ich einfach möchte, dass die ganzen Blätter dann dementsprechend auch im Skimmer landen und nicht auf dem Grund meines Teichs, wie hier unten schon in rauen Mengen stattgefunden hat. Und dann kommen wir auch schon zum Thema, das ich eigentlich in diesem Video behandeln wollte, und zwar die Algenthematik. Neverending Story, wie schon in tausenden Blogs von mir oder Videos angesprochen gefühlt, komme ich hier einfach nicht auf grünen Zweig. Naja, grüner Zweig definitiv, besser gesagt grüne Boden, grüne Wände, grüne Steine. Ihr wisst, was ich meine. Was tun? Ich bin an dem Punkt angelangt, dass ich mal wieder wahrscheinlich etwas in den Teich hinzugeben werde. Und zwar dieses Fadenalgenfrei oder Faden-F von Pond Police oder Koi Pond. Ich muss mal gucken. Ich bin mir nicht sicher. Will jetzt hier auch keine falsche oder fehlerhafte Werbung machen. Von daher muss ich mich dann nochmal schlau machen, was ich jetzt unten im Keller stehen habe. Auf jeden Fall habe ich das schon mal benutzt und es ist auch ganz gut. Das einzige Problem, was ich jetzt irgendwie mit diesen Mitteln habe, es geht ja um Salicylsäure, die im Prinzip dazu führt oder die Zellstruktur der Fadenalgen vernichten soll und aber ansonsten keinen Schaden oder sowas im Teich oder an den Fischen oder an der Vegetation am Teich verursachen sollte. Das war auch bis jetzt immer so, gar keine Probleme gehabt oder so. Natürlich, die Algen sind weggegangen, aber ich habe einfach ein Problem damit, Chemie ins Wasser zu kippen. Das ist einfach nicht der richtige Weg. Ich weiß, ich habe einen Naturteich, ich weiß, das ist alles im Rahmen, es ist jetzt nicht so schlimm oder noch nicht so schlimm, aber ich kann mir vorstellen, dass es im Herbst ein richtiger Horror wird, wenn ich jetzt hier nichts unternehme. Deswegen werde ich das Mittel jetzt reintun. Das sind immer 500 Gramm auf 10.000 Liter. Das löse ich davor natürlich auf, dementsprechend in einer Gießkanne, und dann verteile ich das hier. Und dann mache ich auch keinen größeren Wasserwechsel mehr für 2 Wochen. Die Belüftung schalte ich auf Vollgas, weil nämlich durch den Zerfall dieser Zellstrukturen und der mikrobiellen Arbeit, die dann hier vollbracht werden muss, um die ganzen organischen Reste der Algen oder Fadenalgen dann zu verarbeiten. Dazu ist extrem viel Sauerstoff nötig oder wird sehr viel Sauerstoff verbraucht. Deswegen die Extra-Belüftung hier, nur damit ihr Bescheid wisst. Jetzt schauen wir mal. Keine Ahnung, ich versuche euch auf dem Laufenden zu halten, aber ihr seht es ja hier extrem. Also das Wasser ist wunderschön klar, muss man sagen, heute. Ein absoluter Traum, aber wenn ich mal hier ranzoome, dann seht ihr ja, die Fadenalgen, die sind hier gerade so im Kommen. Es sind noch keine extrem langen Fadenalgen, das jetzt nicht, aber man sieht, es kommt. Es kommt auf jeden Fall die Invasion der Fadenalgen. Und ich will dagegen was tun, oder besser gesagt einfach mal versuchen, etwas zu tun. Mehr kann ich sowieso nicht machen. Dass ihr Bescheid wisst, das ist auf jeden Fall mal mein Plan. Das mit dem Zeolithion, was ich versucht habe, bringt eigentlich gar nichts. Viel zu wenig sicherlich auch. Ich dachte jetzt mal, ist jetzt ein marginaler Unterschied, aber die Menge ist einfach homöopathisch, deswegen, brauche ich mich eigentlich auch nicht wundern, dass nichts passiert. Man sieht auch die Temperatur, lässt die guten einfach ein bisschen ruhiger werden. Man sieht aber auch die brachiale Größe, die über dieses Jahr entstanden ist. Wenn man sich mal die anfänglichen Videos anguckt, von Anfang des Jahres, irre, was die Fische zugelegt haben. Also wirklich, wirklich fette Brocken geworden. Ein richtiger Traum, macht brutal Spaß, die guten hochzuziehen und auch einfach zu beobachten, wie sie sich verhalten, wie sie drauf sind. Es ist einfach ein schönes Hobby. Ich bin sowieso ein tierliebender Mensch und wie ihr sehen könnt, also sie sehen auch super aus, keine Frage, sind zusammen unterwegs und machen sich halt jetzt gemütlich, fahren ihren Stoffwechsel ein bisschen runter, wenn die Temperaturen runtergehen. Manchmal vermisse ich so eine Teichheizung, aber man muss ja auch nicht übertreiben.
Wäre schön, wenn ich den Teich jetzt noch ein bisschen auf 20 Grad halten hätte können. Einfach nur aufgrund, ja, damit die Fische sich einfach länger noch auf den Winter vorbereiten können. Aber was will man machen? Jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Kurzes Update für euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut es einfach in die Kommentare. Und ansonsten lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Ade, Waschi.